Elektroautos laut VW bis 2023 ausverkauft, behindert der Bund aktiv den Ausbau der Ladeinfrastruktur und kommen bald Supercharger mit 380 Kilowatt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für meine Videos freuen. Vergesst auch nicht, die Glocke zu klingeln. Aber Servus erstmal, ich bin Alex und jeden Freitag gibt es News zur Elektromobilität, kurz und knackig, hier bei den Project News. Der südkoreanische Batteriehersteller Samsung SDI will ab Anfang des kommenden Jahres die ersten Festkörperbatterien in seiner Pilotlinie in der Nähe von Seoul produzieren. Festkörperbatterien gelten als vielversprechendste Technologie für E-Auto-Akkus der nächsten Generation. Sie sollen sicherer und leistungsfähiger sein als herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Mehrere Batterie- und Autohersteller arbeiten daran, die neue Feststofftechnologie so schnell wie möglich zu entwickeln. Samsung SDI teilte bislang mit, Festkörperbatterien ab 2027 kommerziell auf den Markt bringen zu wollen. Dieser Zeitplan soll nun vorgezogen werden. Durch die Überprüfung unserer technologischen Realisierbarkeit und die Sicherung von Know-how für die Massenproduktion werden wir den Zeitplan für die Massenproduktion vorziehen. Das sagten Verantwortliche von Samsung SDI in einer Telefonkonferenz. Eine konkrete neue Jahreszahl für den Start der kommerziellen Produktion nannte Samsung SDI allerdings noch nicht. Wie wir alle wissen, bewahrheiten sich nicht alle Tesla-Gerüchte. So hieß es in diesem Januar, in den USA werde die Supercharger-Maximalleistung auf 324 Kilowatt erhöht und in Europa das Tesla-Netz noch im ersten Quartal weiter geöffnet. Eine weitere Freigabe von Superchargern über die in den Niederlanden und Frankreich hinaus wurde bis Ende März nicht bekannt. Aber eine App-Entdeckung führt jetzt zu Spekulationen über eine bald noch deutlich höhere Ladeleistung. 387 kW lautet die Angabe für den Supercharger Boisbriand in der kanadischen Provinz Quebec, die ein Twitter-Nutzer am Samstag als Bildschirmfoto aus einer Tesla-App veröffentlichte. Das wären gut 50% mehr als bei Tesla bislang maximal möglich sind. Mit der Supercharger-Generation V3 ab 2019 wurde die Leistung auf bis zu 250 Kilowatt erhöht. In Quebec geht es damit aber offenbar nur langsam voran, denn für die restlichen Stationen in der App-Umgebung werden 75 bis 150 Kilowatt angezeigt. Spätestens ein Test vor Ort könnte in den nächsten Tagen Aufklärung bringen, allerdings nicht unbedingt, denn man bräuchte dafür auch ein Elektroauto, das die höhere Leistung verträgt und auch zulässt. Ein Kandidat dafür wäre vielleicht das aufgefrischte Model S. Batteriezellwerke schießen weltweit wie Pilze aus dem Boden und dennoch warnen die CEOs der Top-Elektroautobauer vor einem Batteriemangel, wenn die Nachfrage weiter so anziehen sollte. Die Batterien könnten zum Flaschenhals werden und die Preise weiter steigen. Keine Woche vergeht ohne Ankündigung, dass irgendwo weltweit ein neues Batteriezellwerk entsteht. An vielen sind die Autohersteller bereits direkt beteiligt, um sich die Versorgung zu sichern. Volvo baut gemeinsam mit Northvolt in Göteborg, Schweden, VW im deutschen Salzgitter, Stellantis gemeinsam mit LG in Windsor, Kanada. Volvo-CEO Jim Rowan hat nun im Rahmen eines Interviews mit CNBC bestätigt, dass der drohende Batteriemangel Druck auf den Automobilsektor ausübt. Das wäre auch der Grund des eigenen Investments in die Batteriezellenfertigung. Das Werk in Göteborg soll 2023 in Betrieb gehen und jährlich bis zu 50 Gigawattstunden produzieren. Das würde ausreichen, um jährlich etwa 500.000 E-Autos zu bestücken. Auch Volkswagen-CEO Herbert Diess hatte bereits letztes Jahr gemutmaßt, dass die Batterieproduktion die Entwicklung des E-Marktes in den nächsten 10 Jahren abbremsen könnte. Eine verlässliche weltweite Lieferkette für Batterien müsse eben erst aufgebaut werden, was zu Problemen führen könnte. Teslas Elon Musk stößt ins selbe Horn und sichert sich weltweit Lithiumvorkommen für seine Gigafactories. Gleichzeitig sei das Problem mit den Lieferengpässen von Chips noch nicht gelöst, wie Volvo-CEO Rowan in Erinnerung ruft. Volvo musste deshalb am Ende des ersten Quartals 2022 die Produktion drosseln und einen Verkaufsrückgang von 20% gegenüber dem Vorjahr hinnehmen. Rowan geht davon aus, dass auch im zweiten Quartal nicht auf vollen Touren produziert werden kann. Erst im zweiten Halbjahr sollte sich die Lage entspannen. Das Ziel, 1 Million öffentliche Ladepunkte im bundesdeutschen Gebiet bis 2030, ist noch in weiter Ferne, aber der Ausbau geht voran. Wenn auch nicht so schnell, wie man es sich wünscht. Denn dies bedeutet auch, dass man rund 1 Million Parkplätze benötige. Doch wo soll der Platz für all die Ladesäulen in den kommenden Jahren herkommen? Denn alleine für das Deutschlandnetz werden derzeit rund tausende Standorte benötigt. Derzeit wolle der Staat mit einer eigenen Plattform unterstützen, die von der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur entwickelt wurde, um mögliche Plätze
von Besitzern an Suchende zu vermitteln. Geplant war, dass bis Ende 2020 entsprechende Liegenschaften identifiziert und in dem Flächentool hinterlegt werden sollten. Ein Blick in das Tool offenbart aber, dass kaum Liegenschaften eingepflegt wurden. Vom Bund findet man in diesem gar nichts vor. Von Seiten der Bundesländer seien lediglich 3 Liegenschaften hinterlegt und die Landkreise haben ihrerseits nur 12 eingepflegt. Die meisten Flächen, rund 700 Liegenschaften, wurden von Kommunen eingestellt. Forderungen werden derzeit aus verschiedenen Richtungen laut, dass die Bundesregierung ihr Tool selbst besser pflegt und aktiv dazu beiträgt, dass entsprechende Flächen zur Verfügung gestellt werden. Es bedürfe einer regelmäßigen Überprüfung, ob der Bund und die bundeseigenen Betriebe, etwa die Deutsche Bahn, über Raum für Ladestationen und den notwendigen Netzbetrieb verfügen. Diese sollten danach öffentlich ausgewiesen werden, damit Ladesäulenbetreiber die Flächen bewerten und ein Angebot zur Nutzung abgeben können, so eine Forderung, welche durch Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft geäußert wurde. Wenn ihr die THG-Quote für euer Elektroauto noch nicht beantragt habt, könnt ihr das jetzt mit meinem Kooperationspartner Smartificate. Mit einem Klick auf den Link in der Beschreibungsbox sichert ihr euch 300 Euro jedes Jahr, also schlagt zu und weiter geht's. ABB, E-Mobility und Shell erweitern ihre Zusammenarbeit im Bereich der Elektroauto-Ladeinfrastruktur. Als ein führender Anbieter von E-Ladeinfrastruktur hat ABB E-Mobility mit Shell einen neuen globalen Rahmenvertrag für die Lieferung des kompletten ABB-Portfolios von AC- und DC-Ladestationen abgeschlossen. Die Produktpalette reicht von der AC Wallbox für Haushalte, Unternehmen und den Einzelhandel bis hin zur Ladesäule Terra 360, die sich für Tankstellen, städtische Ladestationen, Einkaufszentren und Flottenanwendungen eignet. ABB und Shell wollen mit dieser Zusammenarbeit dazu beitragen, 2 bedeutende Herausforderungen bei der stärkeren Akzeptanz von Elektroautos anzugehen. Zur Verbesserung der Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur beabsichtigt Shell zum einen bis 2025 weltweit 500.000 und bis 2030 weltweit 2,5 Millionen Ladepunkte zu betreiben, entweder an Wohngebäuden, Gewerbestandorten oder an Verkaufspunkten von Shell. Um die Ladegeschwindigkeit zu adressieren, kommt zum anderen das ABB-Portfolio von Ladestationen zum Einsatz, darunter eben die Terra 360. Tesla plant laut einem Medienbericht, sein Grundstück in Grünheide massiv zu erweitern. Die zusätzliche Fläche soll offenbar für zusätzliche Lagerplätze und einen Güterbahnhof genutzt werden. Sollte es soweit kommen, gäbe es noch einige Hürden. Wie der RBB unter Berufung auf Behördenkreise berichtet, will Tesla etwa 100 Hektar Land östlich des jetzigen Geländes kaufen. Da Tesla auf den bestehenden Flächen von rund 300 Hektar über reichlich Reserven verfügt, stellt der RBB in den Raum, dass Tesla den Rest seines Grundstücks für zukünftige Erweiterungen der Autofabrik freihalten wolle. Das in Frage kommende Gelände liegt laut dem Sender zwischen der Bahnlinie RE1 und den Landstraßen L23 sowie L38. Ein Großteil der Flächen gehört dem Land Brandenburg und käme für einen Verkauf in Frage. Auf 6 Hektar hat der Stromversorger Edis jedoch in 2021 ein Umspannwerk gebaut, unter anderem um Tesla zu versorgen. Wie schon bei dem derzeitigen Gelände ist auch die potenzielle neue Fläche mit Kiefern bewachsen. Volkswagen ist bei Elektroautos laut Konzernchef Herbert Diess für dieses Jahr in Europa und den USA im Grunde ausverkauft, da anhaltende Engpässe in der Lieferkette die globale Produktion beeinträchtigen. Im ersten Quartal hatte der Wolfsburger Konzern, wie berichtet, über alle Marken hinweg 99.100 BEV weltweit an Kunden übergeben. Alleine in Westeuropa liege der Auftragsbestand für die E-Modelle bei 300.000 Fahrzeugen. Wie Diess nun im Umfeld der Bekanntgabe der Geschäftszahlen für das erste Quartal 2022 angab: Kunden, die jetzt in Europa und den USA Bestellungen für Elektroautos aufgeben, würden ihre Fahrzeuge nicht vor 2023 geliefert bekommen. Mit den 99.100 BEV war VW im Quartal 1 zwar beim Volumen der zweitgrößte E-Hersteller der Welt, Marktführer Tesla konnte mit über 300.000 Einheiten aber mehr als dreimal so viele Fahrzeuge an Kunden ausliefern. Der Elektroautohersteller Fisker hat unter dem Projektnamen Ronin sein drittes Modell nach dem Ocean und Pier angekündigt. Der vollelektrische GT-Sportwagen, zu dem Fisker nun ein erstes Teaserbild und erste Infos veröffentlicht hat, soll im August 2023 präsentiert werden und im zweiten Halbjahr 2024 in Produktion gehen. Mit möglichen technischen Daten hält sich Fisker bei der Ankündigung noch zurück. In der 5 Absätze langen Mitteilung wird zum Antrieb nur angegeben, dass der Ronin über ein in die Fahrzeugstruktur integriertes Batteriepaket verfügen soll, also ähnlich zu den strukturellen Packs, die Tesla mit den neuen 4680er Zellen in das Model Y aus der Gigatex
Batteriezellen verbaut. Details zu der Batteriezellen oder der Größe des Packs gibt es noch nicht, ebenso zu der offenbar extrem hohen Leistung und der Rekordreichweite. Später legte Henrik Fisker via Instagram-Post nach. Die Reichweite soll bei 550 Meilen, also rund 885 Kilometern liegen. Der Preis des Ronin soll demnach bei knapp unter 200.000 Dollar, also ungefähr 190.000 Euro starten. Und das waren die Project News für die KW18. Ihr könnt übrigens die Nachrichten weiterlesen, indem ihr bei den Quellen in der Videobeschreibung nachseht. Dort findet ihr auch meinen Instagram-Kanal, lasst gerne auch da ein Abo da. Ansonsten danke fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao.